Wir sind hier in der Trainingshalle von den Rennrodlern, da haben die mich nämlich mitgenommen. Und hier gibt es allerlei natürlich Kraftsportgeräte, auch so Rodelstartgeräte. Und Jan, sag mal, warum müssen Rennrodler aufs Trampolin? Was trainiert man da? Ja, unterschiedliche Sachen. Gell? Also einmal Koordination, wie muss ich mich bewegen, wie bei einem Turmspringer auch. Wie kann ich meinen Körper ansteuern, ob ich nur gerade springen kann ich mich drehen, kann ich Saldos machen. Es ist eine Mutsache, auch zum Teil. Ich werde jetzt mal weiter beim Trampolin zuschauen und vielleicht darf ich auch mal selber drauf. Ja, würde ich sagen. Müssen wir auf jeden Fall mal probieren. Mir fehlt jetzt zum Beispiel wirklich, glaube ich, diese Durchtrainiertheit. Wenn man wirklich von oben bis unten straff ist, ist das viel leichter. Was übrigens auch wichtig ist, dass man einen zentralen Schwerpunkt hat. Philipp ist ja schon ein bisschen frontlastig. Du hast es ja drauf. Also man braucht es, habe ich schon gelernt, um allgemein die Koordination drauf zu haben, die Körperspannung. Wofür braucht man das noch? Also macht es auch Spaß, oder? Es macht Riesenspaß und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, man muss sich ja für gewisse Sachen, um das zu lernen, überwinden. Und das ist eine Art, ich will mal sagen, Risikotraining, was wir für die Bahn auch brauchen. Wenn wir auf eine neue Bahn kommen, ist es ja manchmal so, dass man schon knifflige Situationen hat, Kurven und da muss man dann auch den Mut haben, was zu probieren.